ein T-Rex in der neuen Welt. Wir haben nur einen kleinen Teil dieses Kontinents erkundet. Die neue Welt ist riesig. Wer weiß, was sonst noch da draußen ist. Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Monster Hunter World Iceborne. Ich bin mir jetzt gerade echt sicher, welche Folge das ist. Siebte, achte oder so. Ich habe aufgehört zu zählen. Auf jeden Fall bekämpfen wir heute einen Tigrex oder T-Rex. Genau, ich habe mir zwischendurch, wie ihr wahrscheinlich hier erkennen könnt, die Glavenas-Rüstung gemacht. Bis auf den Helm, weil dazu braucht man so ein seltenes Objekt von Glavenas und das habe ich bis jetzt noch nicht bekommen. Weil so viel habe ich von denen jetzt auch noch nicht gejagt. Genau. Einfach, weil das ist eine Rüstung von der Seltenheit 10, glaube ich. Und die Rüstungswerte sind halt wesentlich höher als bei der Banbaro-Rüstung, deswegen habe ich den jetzt genommen. Dafür hat er eben nicht gut gegen Eis hier. Der ist gut gegen Feuer und gegen Donner, aber sonst eigentlich gegen nichts. Das heißt, wenn wir wieder im Eisbiom sind, werde ich wieder die Banbaro-Rüstung anziehen wahrscheinlich. Oder bis dahin habe ich irgendeine bessere Rüstung freigeschaltet, die besser gegen Eis ist, dann werde ich die nehmen. Genau. Wir bekämpfen einen Tigrex. Tigrex ist auch eigentlich ein ganz cooles Monster. Das gibt es auch aus den alten Spielen. Ist auch ein Fan-Favorit, der jetzt hier auch noch in World hinzugefügt wurde. Ach, das ist ein Radobahn. Okay, hier ist Tigrex-Spuren wahrscheinlich. Keine Ahnung, ob das ein Tigrex war oder nicht. Aber wofür der Tigrex bekannt ist, ist, dass er sehr brutal, schnell und... Also er ist brutal, schnell, stark... Und hat oder kann sehr laut brüllen und ich glaube, das Brüllen von dem macht sogar Schaden, weil normalerweise das Brüllen von Monstern ist immer, die brüllen halt und dann musst du dir die Ohren zuhalten und bist halt für kurze Zeit betäubt, sag ich mal. Aber beim Tigrex kann das Brüllen anscheinend sogar Schaden verursachen, weil der eben so laut brüllen kann. Ich meine, man am Namen erkennt man, glaube ich, auch, von welchen Kreaturen der inspiriert ist. Zwar einmal von einem Wyvern einfach und dann von einem Rex, wie es ja auch im Namen steht, und wegen dem Tai, keine Ahnung, irgendwie. Okay, nee, warte, erstmal Cutscene jetzt. What? Oh Gott, Alter. Das scheint auch wieder ein sehr schnelles Monster zu sein. Hat der jetzt den Radobahn getötet? Das hat man, glaube ich, noch nie gesehen, dass ein Monster ein anderes getötet hat. Kann ich den looten? Ja! Ha! Ich klau dir deine Beute. Oh oh. Nein, lass mich in Ruhe. Okay, ich glaube, ich sollte ihn erstmal bekämpfen und dann mich um das Looten kümmern. Ja, hier kann man wenigstens sliden. So, on your face, please. Oh, yes. Okay, der Tigress hat sehr starke Arme und ist ziemlich aggressiv. Ich versuche mir jetzt mal hier Dinger reinzupfeffern, bis er gegen die Wand rennt. Oh, yes. Jetzt werde ich mal auf seinen Schwanz gehen, weil den will ich gerne abhacken, damit ich nochmal extra Loot bekomme. Was ich sagen wollte, das Thai von dem Tigress erinnert mich immer so ein bisschen an Tiger. Und so das Muster, der ist halt gestreift, ja. Aber für mich ist der Tigrex immer so eine Mischung aus Wyvern, Rex und Tiger. Auch so mit diesen Ohren da oben. Also sind wahrscheinlich keine Ohren, aber sieht so ein bisschen aus wie Ohren. Nein, das wollte ich nicht. Alter.
Gut, der ist schon mal Next Level Shit, würde ich sagen. Der ist schon mal stärker als die restlichen bis jetzt. Nein, das wollte ich nicht. Ich will auf ihn drauf. Von seinen Flügel verletzen. Genau. Der ist richtig schnell unterwegs, Alter. Komm, Stechkapsel. Nein! Ich will doch nur die Stechkapseln auf ihn schießen. Ja, dann so. Ich mach's immer lieb. Oh, was habe ich jetzt geöffnet, Alter? Das wollte ich nicht. Nein, weg damit, Alter. Okay, ich sollte mich heilen. Steh auf. Ohohoho. Der hat sehr schnelles Moveset. Oh, fuck. Na gut, meine Katze belebt mich. Das ist aber auch neu, dass Katzen jetzt wiederbeleben können. Das ist eigentlich ganz cool. No, 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 no. Heil dich, heil dich. Jetzt habe ich leider das Schnellessen-Effekt, glaube ich, nicht mehr drauf, weil ich jetzt eine neue Rüstung habe. Der Schnellessen-Effekt war ja auf der alten. Komm, in your face. Ja, gegen die Wand. Ich glaube, ich habe die Zerstörerjuwelen noch drauf. Was jetzt zumindest Vorteil hat, wenn ich den Schwanz schnell abbekommen will. Wo ist er? Da. Ja gut, das macht nicht viel Schaden, aber trotzdem. Der hat auf jeden Fall ein sehr cooles Brüllen. Muss ja für irgendwas, was mit einem T-Rex zu tun hat. Nein! Keine Spuren, Dingsen. Ich dachte, das wäre eine kleine Spur, die ich so aufheben könnte. Ich muss erstmal hier so einen Sprintsaft trinken. Das würde es mit meinen Angriffen hier nicht sowas. No. Das macht ultra viel Schaden. Komm an, deine Hand. So. Oh fuck. Oh fuck. Trink was. Schnell, schnell, schnell. Oh Gott, Alter. Oh nein, der Radoban ist despawned. Ich glaube, das wären sogar High-Rank-Radoban-Sachen gewesen. Hätte ich meiner Katze die High-Rank-Radoban-Waffe machen können. Dann schläfert die noch schneller ein. Ah, das wäre perfekt gewesen. Egal. Dann muss ich wohl so noch einen High-Rank-Radoban, einen Master-Rank-Radoban töten. Oh, zieh dir den Mantel an, Alter. No, der ist auch so schnell, Alter. Ach. Okay. Und ich habe, glaube ich, ja, ich glaube, es ist das Großschwert vom Tigrex, habe ich schon mal gesehen. Und das ist anscheinend auch so wie in den alten Spielen, also sieht auf jeden Fall fresh aus. Das hat so zwei riesige Klauen vorne dran. Ich spiele leider kein Großschwert, deswegen, ja, ich weiß nicht, wie die restlichen Waffen so aussehen. Gibt's hier irgendwie Zeug? Ja, gemountet. Wenigstens das. Oh, ich habe ihm sogar schon seinen Kopf gebrochen. Also sein eines Ohr abgeschnitten. So, komm, komm, komm. Oh, da ist ein Odogaron. Haben die einen Revierkampf? Bitte haben die einen Revierkampf. Komm. Ja, Wirbel. Oh, da ist schon der Odogaron. Muss der jetzt hier sein? Oh, er ist eingeschlafen. Ich hab, glaube ich, oh nein, jetzt weckt er ihn auf, oder? So ein Stück Scheiße. Warum leuchtet der auch so komisch? Haben die das schon immer gemacht? Ist das neu? Ich verstehe gerade gar nichts mehr. Hau ab, Odogaron. Oder habt einen Revierkampf. Dann darfst du bleiben. Aber sonst... sonst bist du blöd. Ah ja, Revierkampf. Ist doch schön. So, zeig mal her. Zwei ziemlich schnelle und aggressive Monster. Komm, der Tigrex muss gewinnen.
Alter. Einmal hier weggehauen. Jetzt habe ich die Vitalwespe aktiviert, aber bin nicht rein. Jetzt haut er schon wieder ab, oder was? Nein, ich wollte doch springen. Was klettert die denn runter? So. Hat der auch noch ein Ding fallen lassen? Sieht nicht so aus. Das nehme ich mit. So, schärfen ist angesagt. Und danach heilen. So, erste Hilfe. Reinsüffeln. Ja, ich habe jetzt auch ein paar neue Effekte auf der Rüstung. Zum Beispiel Höchstmacht oder hier Angriffsboost, kritischer Blick. Davon habe ich jetzt nicht mehr so viel, leider. Und Gesundheitsboost auch nicht mehr so viel. Also ich habe nicht mehr so viel Leben wie vorher mit der neuen Rüstung. Dafür eben mehr Verteidigung. Und neue Stats. Oh. Komm bitte. Ach, der ist gar nicht da. Oh. Gut, dass es nicht getroffen hat. Ich habe das komplett falsch eingeschätzt, Alter. So, dann komm doch mal hierher. Ich will den Zapfen da auf dich fallen lassen. Komm. Nein. Nein. Oh Mann, Alter. Ich bin so scheiße. Waren hier nicht gerade noch Steine? Egal. Fuck. Au. Er greift zu schnell an. Lass mich doch aufstehen. Ich muss hier raus, Alter. Hallo, geh mal weg. Mit Doppelklingen ist es immer kacke, wenig Ausdauer zu haben. Alter. Ich habe gerade was reingesüffelt. Und ich bin tot. Aber ich bin sogar betäubt. Wunderbar. Jetzt bin ich tot. Geil. Ja, dann darf ich jetzt erstmal wieder einen uralten Trank süffeln. Nein, das wollte ich nicht. So. Und ich nehme auch gleich Bomben mit, falls er nochmal einschläft. So. Da ist nichts mehr drin, okay. Ja, dann zurück zum Tigrex. Hoffentlich kann ich dann nochmal so einen Zapfen auf ihn fallen lassen. Das wäre sehr, sehr nützlich. Oh, hier sind Steine. Nehme ich doch mit, weil dann kann ich ihn vielleicht gegen die Wand rennen lassen. Oder auch nicht. Vielleicht tötet er mich einfach sofort wieder. Alter, der macht zu viel Dash-Angriffe. So, das sind so Angriffe, den da kannst du nicht irgendwie durch ausweichen, meine ich. Alter. Ich muss einen Sprintsaft züffeln. Ach komm. Ich habe mich genau bei seiner Schwanzattacke dran gewürfelt. Oh Gott, ich schaffe ja gerade gar nichts. Selbst da komme ich nicht mal ganz rüber. Was soll denn das? Jetzt hat er mich aber nicht getroffen. What? So, komm an den Schwanz, bitte. Oder daran, von mir aus auch. Irgendwo schwächen, dass ich mehr Schaden machen kann. Komm, da auch nochmal. Nein, dann nicht. Okay. Der Zapfen ist hier.
Komm, bitte. Oh, wow. Das hat ja viel Schaden gemacht. No. Ich will ihn mal gegen die Wand rennen lassen. Aber dazu muss ich erstmal auf seinen Kopf kommen. Vernünftig. Komm jetzt, bitte. Nein. Er schlägt mich immer ab. Der greift viel zu schnell an. Ja, das war wenigstens gut. Oh, jetzt leuchten seine Hände rot. No, das wollte ich nicht. Komm jetzt bitte. Fuck. Der ist noch nicht mal weggerannt. Noch nicht mal gegen die Wand gerannt, meine ich. So. Ich würde mir auch gerne mal stärkere Waffen machen, aber das Blöde ist, ich habe halt nur insgesamt drei Doppelklingen und das ist halt einmal die, es sind einmal die hier, die ich jetzt die ganze Zeit benutze, dann einmal die Devil Joe-Dinger und einmal die Odogaron-Dinger. Und die kann man, glaube ich, gar nicht noch weiter upgraden, zumindest jetzt noch nicht. Ich habe zumindest noch keine neuen Upgrades für die freigeschaltet. Das heißt, ich müsste mir komplett neue machen. Oder andere Waffen komplett neu. Weil es da genauso aussieht. Oh no. Aber kann der hier nicht einbrechen, wenn ich den hier drauf irgendwie gut Schaden mache? Alter, was geht denn bei dem mit seinen Angriffen? Komm jetzt bitte. Lass mich doch wenigstens in seinen Kopf schießen. Ich glaube, jetzt ist er gerade so richtig Rage. Jetzt muss ich halt... Ja gut, der... mein Mantel ist halt gleich schon wieder weg. Ist nicht so ganz praktisch. Sollte davor noch mal irgendwas süffeln. Ja, mein Mantel ist jetzt gleich schon wieder weg. Die Mantel halten jetzt alle auch kürzer, aber machen dafür auch... hier, laden dafür aber schneller wieder auf. Ja, sein Schwanz ist ab, endlich. Ich meine, der kämpft zwar nicht so viel mit seinem Schwanz, aber dann habe ich extra Loot. Ist ja schon mal was. Er haut schon wieder ab. Oder warum sieht er mich nicht? Naja, egal. Von mir aus. Ist es sein Humpeln oder geht er einfach normal so? Ich wisse nicht. So, Tigrex-Peitsche. So, schön Spuren sammeln. Wo geht's jetzt hin? Übrigens, für die Leute, die auch neu sind, ich schätze mal, die meisten wissen es inzwischen, aber hier dieses Tal der Verwesung, hier sieht man es auch schon, wir kämpfen jetzt wahrscheinlich gleich im Kopf, war mal ein Dalamadur, das ist so ein riesiger Drachenältester, das größte Monster, glaube ich, was es in Monster Hunter gibt. Das ist so eine riesige Schlange und die ist hier verreckt und aus der ist dann hier dieses Tal der Verwesung entstanden. Hier, jetzt sind wir im Kopf drin. Man sieht's, glaube ich. Das Ding war schon ziemlich fett. Es war wahrscheinlich nicht der Dalamadur, den man in Monster Hunter 4 bekämpft, aber ein Dalamadur und wahrscheinlich einer, der noch größer war als der, den man bekämpft. Jetzt sind wir wieder hier. Nee, wo ist er? Ach, der geht weiter nach unten. Da geht er jetzt hin. So, ich glaube, ich sollte nochmal einen Sprintsaft trinken. Und Panzerhaut. Und eventuell auch nochmal Dämonenmittel, weil dann mache ich auch nochmal besser Schaden. Nein. Lass mich in Ruhe. Alter, wie viel Schaden der macht. Er hat noch nicht mal hingeguckt. Wow. Ich dachte, jetzt kann ich hier einen coolen Move machen. Oh.
Nicht. Nein. Komm. Uff, Alter, ich muss mich heilen. Ich habe aber kaum noch Heiltränke, fällt mir gerade auf. Oh fuck. Lass mich in Ruhe. Er macht die ganze Zeit irgendwelche Angriffe, damit ich abgestoßen werde. Habe ich ihn gerade unterbrochen oder was war das? Ist er einfach nur ausgerutscht? Ja, schön. Jetzt liege ich wieder hier unten. Schmeißt er die ganze Zeit Felsen auf mich? Kommt ihr da oben jetzt nicht runter, oder was? Nein, ich wollte nicht nach hinten. Ich wollte nach vorne auf seinen Kopf. Das macht so viel Schaden. Das ist... Alter. Einfach nur durch seine scheiß Stoßattacken die ganze Zeit. Ja, ich muss mich heilen, sonst bin ich jetzt wieder tot. Ja, wow. Alter. Also entweder bin ich scheiße, oder ich brauche bessere Rüstung. Was hat Tigrex denn für ein Element? Hat er überhaupt ein Element? Ich glaube nicht. Weil er hat bis jetzt kein Feuer gespuckt oder so. Kann ich wieder was essen? Ja. Aber nichts allzu Gutes. Ja, jetzt darf ich noch einmal sterben. Will ich eigentlich vermeiden. Nein, ich will springen, nicht den Pilz essen. Ach, jetzt ist er hier. Nein. Wie schaffe ich es denn nie wirklich richtig zu grappeln? Ja, danke. Danke, dass du gegen die Wand gerannt bist. Nein, das war dumm. Ja, danke. Schon wieder ein Revierkampf. Hatten die doch erst. Egal, ich nutze es aus. Ich will da dran, bitte. Ja, oder auch nicht. Dann halt einfach so rein. Lass mich in Ruhe. Stechkapsel. Nein. Gib mir das Material. So, jetzt, komm mal hierher, ich will an deinen Kopf. Oder auch nicht. Darf ich an deinen Kopf? Nein, ja. Bitte nochmal gegen die Wand, wenn es geht. Nein, okay. Nur Stechkapselschaden. Oh, mein Mantel ist schon wieder weg. Die halten so kurz. Oh Gott, und jetzt bin ich schon wieder gleich tot, Alter. Das kann doch nicht sein. Ja, dann uralten Trank. Komm her. Da ist nochmal eine Stechkapsel. Hier ist auch dieses scheiß Miasma überall. Boah, ich hätte Tränke auffüllen sollen, Alter. Das ist ungünstig. Habe ich... Dings dabei? Nee, natürlich nicht. Oh fuck. Oh fuck.
Ja. Damit wäre das hier die erste Quest, die ich verkackt hätte. So, jetzt bin ich einer Quest beigetreten, damit das alles nicht wieder so lang dauert. Hoffentlich. So. Und die haben ja schon angefangen, gegen ihn zu kämpfen. Und haben ihn sogar schon geblendet. Ja, und ich habe ihn gegen die Wand rennen lassen. So, auch seinen Schwanz, würde ich sagen, damit er auch abgehakt wird. Die stehen natürlich total ungünstig. So, das ist jetzt, glaube ich, auch die erste Runde, die ich mit, also im Multiplayer spiele, in dem Let's Play. Da werden aber wahrscheinlich noch mehr kommen, weil ich finde Multiplayer einfach besser. Das ist, ich weiß nicht, das macht doch irgendwie mehr Spaß, mit anderen Leuten zu spielen. Also außer da ist so einer dabei, der die ganze Zeit verkackt. Ich hoffe, das bin nicht ich. T-Rex Fallgrube. Nicht T-Rex, Tigrex. Oh, da ist noch eine Bombe. Ja gut, sie ist noch explodiert. No, er rennt weg. Oh, hier ist noch Material. Oder ist es Gachalaka? Ja, Mist. Oh, irgendwer reitet auf ihn. Und noch der vierte ist dazugekommen. Es können nämlich immer maximal 4 Leute in einer Party sein. So, komm, beschädigen. Irgendwer ist hier mit einer Switch-Axe. Oh, sorry, ich hau den einen Typen da die ganze Zeit. Nein, ich will den Schwanz angreifen, nicht sein Bein. Ja, ich häng noch dran. Und der Typ mit der Switch-Axe auch. Das finde ich halt das Geile an der Switch-Axe. Ich meine, ihr habt es wahrscheinlich auch schon in ein paar Folgen gesehen, wo ich die gespielt habe. Man kann sich eben mit so einer Attacke an das Monster dranhängen. Und dann so eine Explosionsattacke machen. Leider geht es nicht, dass man sich mit der Klammerklaue an das Monster dran ziehen kann und dann gleich die Attacke macht. Das wäre halt, es wäre auch ein bisschen OP, ja, aber es wäre schon ziemlich cool, muss ich sagen. So, komm bitte. Diesmal vielleicht. Wenigstens sliden. Ich finde es halt on Multiplayer auch ein bisschen einfacher, weil da ist das Monster nicht nur auf dich konzentriert. Sondern da hat es eben 4 Ziele, was es angreifen kann. Muss deswegen unterscheiden. Das Monster hat zwar dann mehr Leben und macht mehr Schaden, glaube ich. Es wird auf jeden Fall auf 4 Spieler angepasst, sodass man nicht das einfache Monster eben zu viert bekämpft. Aber hier ist es halt sozusagen nicht immer auf dich fokussiert. Der Schwanz muss weg, Leute. Der Schwanz. Dann den Arm geht auch. Ich will eigentlich auf seinen Kopf. Komm, in your face. Renn gegen die Wand. Nein, er ist an der Wand. Oh doch, er ist noch gegen die Wand gerannt. Ja. Komm, der Schwanz muss ab. Hier liegen jetzt schon 2 Material rum. 2 Material. So, nochmal beschädigen oder verletzen, verwunden, wie auch immer es heißt, ja, verwunden. Komm, der muss jetzt mal abfallen. Ja, endlich. Jetzt ist er ab. Nice. So, jetzt kann ich auf den Kopf oder so. Irgendwo, wo es Schaden macht. So, er rennt nochmal. Oh. No. Ich finde das Brüllen von dem ist auf jeden Fall ziemlich cool. Yes, yes, yes. Oh Mann, musste der sich drehen, sonst hätte ich nochmal eine schöne Slide-Attack machen können. Nice. Also mit der Slide-Attack kann man wirklich ziemlich viel Schaden austeilen mit den Doppelklingen. Das ist halt das Geile. Die können halt richtig viel schnell Schaden niederprasseln lassen. Fuck.
Wie hat er mich da jetzt gerade nicht erwischt? So, komm her, auch nochmal an seinen Schwengel. An seinen Stummel-Schwengel. Schwengel-Stummel. Alter, was war das gerade? Überall Krits. Oh, what? Was? Wie hat... Oh, der ist auch ohnmächtig geworden. Scheiße, Alter. What the fuck? Wie hat der so viel Schaden gemacht gerade? Was ist da los, Alter? Ich muss mal wieder uralte Tränke machen. Bald habe ich keine mehr. Wenn es so weitergeht. Uff, uff, uff. Ich habe es verwundet, ja. Ich will den Schwanz auf jeden Fall noch looten. Hoffentlich töten die den jetzt nicht, solange wir weg sind. Ich habe eine Falle gestellt. Ach fuck, wenn die den jetzt fangen. Na doch, wir sind ja eh gleich da. Ich sollte auch meine Mäntel öfter benutzen. So, ich loote jetzt erstmal den Schwanz. Falls wir jetzt verkacken, habe ich wenigstens das. So, jetzt komm her. Ja, bitte aufhören, Combo zu machen. Ich will sliden. Das war ja mal ein heftiger Slide. Ich habe noch nie einen heftigeren gesehen. No, bleib hier. Bleib stehen, du Banause. Okay, wir dürfen jetzt auf jeden Fall nicht mehr verkacken. Mein anderer Mantel ist aber gleich wieder bereit. Der Lebenskraftmantel. Da ist er. Ich kann noch versuchen, an sein Gesicht zu kommen. Und dann nochmal hier Chakabui zu machen. Ah, hier ist der... Fuck, der stand nicht nah genug an der Wand. So, jetzt habe ich keinen Mantel mehr. Jetzt muss ich kurz warten, bis der nächste wieder fertig ist. Oh fuck. Ah, der ist gleich bereit. Oh. Oh, scheiße. Wo sind die Tränke da? Ja, gebrochene Teile. So, mein Mantel ist wieder bereit. Komm, nein, ich wollte dich doch gerade verwunden. Egal, da hier irgendwo drauf. Ich weiß auch nicht, was wir ihm gebrochen haben. Wahrscheinlich ein Bein oder so. Komm, jetzt in dein Gesicht. Ja, jetzt hier noch. Der Mantel ist schon wieder weg. Egal, aber Stechkapseln sind da. Nein! Alter, diese Charge Attack macht ziemlich viel Schaden. Komm, ich will doch an dein Gesicht. Komm, jetzt bitte, renn gegen die Wand. Nein! Diese scheiß Attacke, Alter. Dass er die immer macht, kurz bevor ich fertig bin. Alter, er reitet wieder. Also irgendwer reitet wieder. Dann halt hier. Ich schieße die Stechkapsel einfach hier rein jetzt. So, und jetzt einfach drauf und Schaden machen. So, der Typ macht auch nochmal schön seine Attacke jetzt. Und jetzt einfach weiter Schaden drauf. Komm, Alter. So viel Zeug geht hier ab.
Man sieht mich noch nicht mal mehr. So, nochmal Stichkapseln. So, dann schieße ich da wieder rein. Ist mir jetzt egal. Hauptsache, die haben getroffen. Oh, fuck. Da wollte ich eigentlich noch ausweichen. Da muss man näher hier an die Seite kommen, weil dann kann ich wieder über ihn drüber sliden. Uff, das hat schon mal nicht geklappt. Ja, unterbrochen. Schon wieder. Er liegt. Nice. Ah, jetzt schön Schaden machen wieder. Oh, geh weg. Soll ich ihn nochmal verwunden, bitte? An seiner verwundeten Stelle. Was gibt's hier? Oh, Stechkapseln wieder. Lass mich dran grappeln, bitte. Nein. Ah, er haut ab. Er humpelt noch nicht mal, was? So. Ah, er kommt wieder zurück. Doch, er humpelt. So, bitte ins Gesicht. Nein. Ich will dir doch nur einmal die Dinger ins Gesicht schießen, sodass du gegen die Wand rennst. Bitte. Gut, dann lieber nicht. Ich glaube, darauf hat er jetzt eher nicht so viel Bock. Oh, die wollen ihn fangen, sehe ich. Irgendwer hat hier schon Dings da gemacht. Dann noch mal eine Falle hin. Ah, hat er schon, okay. Ja. Da schläft er. Dann tanze ich jetzt erstmal. Weil ein bisschen tanzen muss ja auch mal sein. Da wird der Typ aggressiv, wenn er sieht, dass ich hier updance. Ja, erste Multiplayer-Quest jetzt in dem Let's Play. Die Runde davor habt ihr wahrscheinlich nicht komplett gesehen. Aber ich habe wahrscheinlich jetzt irgendwie reingeschnitten, dass ich die verkackt habe. Weil, ja, ich habe sie verkackt. Wieder so ein großes Juwel. Bald bin ich Jägerrang 100. Vielleicht erreiche ich Jägerrang 100 ja sogar noch in dem Let's Play. Wahrscheinlich. Oh, ich war Schleuderschütze. Schon heftig. Ja, also am Ende vom Multiplayer-Match wird immer so angezeigt, so wer der Beste in was war. Ich in dem Fall habe die meisten Schleudermunition-Schüsse getroffen. Die Hälfte wäre geschafft. Ja, die Hälfte wäre geschafft. Jetzt müssen wir nur noch den Brachydios oder wie der hieß. Töten. Ja, aber das machen wir nächste Folge, Leute. Und dann hoffe ich, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, ist doch bitte mal einen Daumen nach oben da. Teilt das Video mit euren Freunden, wenn ihr wollt, dass sie das auch sehen. Und ansonsten Abo dalassen, nicht vergessen, falls ihr mehr sehen wollt oder keine weiteren Videos mehr verpassen wollt. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns hoffentlich in einem anderen Video wieder. Tschüss!